Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Dennison. Ja Leute, und ihr seht es ja, ich habe jetzt die Nacht natürlich hier bei den Obdachlosen verbracht, da mein Haus oder meine vermietete Wohnung, ja, beziehungsweise meine Wohnung habe ich ja vermietet. So, jetzt habe ich es doch richtig. Und ja Leute, heute haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was vor. Ich muss jetzt erstmal hier ein Schluckchen trinken. Denn da sieht es mittlerweile ganz schön drastisch schlimm aus hier mit meinen Zuständen da oben. Eieiei. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal hier noch eine Runde Dusche gehen. Dann suchen wir mal noch schnell das Klöchen auf. Und dann, Leute, können wir uns eigentlich erstmal direkt aufmachen mit unserem Parker Commando. Naja. Jetzt heißt er ja Pucci Commando. Und dann, ja, muss er erst ein bisschen Essen kaufen. Des Weiteren habt ihr mir natürlich in die Kommentare geschrieben, was ich denn für einen Job erledigen soll. Und ja, Leute, es wird dann wohl letztendlich danach her, wie ihr es gewollt habt, einmal den Gabelstaplerfahrer, denn da seht ihr mich. Ich würde einfach sagen, wir machen jetzt erstmal den Gabelstaplerfahrer sowieso und dann können wir uns später auch mal als Barkeeper ausprobieren. Ja. Machen wir mal. Wir bewerben uns mal dafür und schauen mal, wie das Ganze dann so läuft. Ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt erstmal auf eine Nachricht warten, dass wir dann dort überhaupt arbeiten dürfen. Des Weiteren, jetzt ist jetzt eigentlich mal die Frage, müssen wir jetzt eigentlich hier kündigen oder läuft es dann automatisch? Oder können wir da eine Nachricht hinschreiben? Hier so, quasi. Ich möchte einmal kündigen. Naja. However, Leute, wir machen uns erstmal auf, wir gehen mal ein paar Vorräte kaufen. In unserem Inventar haben wir ja noch genügend Platz. Wir müssen auf jeden Fall was essen. Das würde ich mir für später noch aufheben. Ich nehme jetzt erstmal hier noch den Riegel zu mir. Dann bin ich zumindest mal so ein bisschen gesättigt. Und ja, ansonsten müssen wir mal noch ein paar Produkte für unseren Laden kaufen. Denn ja, wir haben ja aktuell nur noch 25 Produkte am Start und ich möchte dann ungern, dass am Ende des Tages, ja, ist ja gut, macht sich mal geschmeidig hier, Kollege, dass da am Ende des Tages nichts mehr da ist. Also machen wir uns erstmal auf jetzt hier in unserem Pucci Commando und das Radio, ja, das mache ich erstmal direkt aus hier und dann, Moment, wir müssen einmal in diese Richtung, da müsste, glaube ich, ja, in dieser Richtung ist dann einmal die Tankstelle. Da düsen wir jetzt zuerst mal rüber. Achtung! Ja, der war eben eh schon so frech. Dann können wir hier ruhig mal hier beinahe über den Haufen fahren. Ist alles entspannt, Leute. Ist alles entspannt. Ne, also alles easy. So. Aber, Leute. Wie gesagt, jetzt erstmal schnell fix zur Tanke. Ein bisschen was einkaufen. Und wir müssen vor allen Dingen auch die Karre mal ein bisschen mehr tanken. Denn das war ja letztes Mal hier auch eine knappe Kiste. Können wir so nicht weiter leben mit, ne? So. Einmal hier dran. Und was kostet der Spaß hier? $99. Naja, okay, stopp. Ganz voll müssen wir es jetzt nicht machen, ne? Wir müssen ja ein bisschen sparen, Leute. Wir müssen ja ein bisschen sparen. Wir machen mal so halb voll. Das ist halt ungefähr die Hälfte. Ja, ich würde sagen, das ist ungefähr die Hälfte. Prima Donna. Dann gehe ich mal ganz kurz noch rein und kaufe was. So. Junge Frau, ich brauche mal ein bisschen was zum Futtern. Der Sushi, der kostet natürlich genauso viel wie unser gefrorenes Hauptgericht. Ja. Ich würde zwar trotzdem mir ein Sushi mitnehmen, so für zwischendurch mal. Denn, wobei eigentlich muss man ja sagen, ne, da Hunger 40, hier Hunger 20 für einen Dollar, macht es eigentlich mehr Sinn, so einen Riegel zu essen, ne. Ist jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt nachher das Schlauste, ne? Aber egal. Wir kaufen mal hiervon zwei. Und dann nehme ich mal noch. Ich nehme noch zwei hiervon mit. Dann ist das erstmal in Ordnung. Dann holen wir uns mal noch so ein Chicken, German Sausage und eine Italian Pasta. Rauchen tun wir nicht, Leute. Rauchen, das ist absolut. Ne, das ist nicht. Ich nehme mir mal hier noch so ein Proteinshake mit. Sind eigentlich auch ganz gut, ne? 50 Hunger und 50 Durst.
ist eigentlich mehr als perfekt. Muss man ganz ehrlich sagen. Nimm mal hiervon noch zwei mit. Hiervon noch zwei. Weil die Getränke hier, die geben uns ja irgendwie auch nur 20, ne? Würde ich jetzt, sehe ich jetzt nicht so. Wobei uns das natürlich hier für die Blase ein bisschen besser macht, ne? Wir nehmen mal noch zwei Blueberry mit und so zwei Cokes. So, dann sind wir jetzt erstmal hier im Inventar, glaube ich, relativ gut besiedelt mit unserem Essen und Trinken. So, dann direkt auf rüber einmal ins Lagerhaus. Und dann gehen wir erstmal noch ein paar Utensilien kaufen, ne Leute? Auf geht's, Attacke! Upsi. Ja, da war ich ein bisschen schnell unterwegs, Leute. Lecco mio, ey. Da habe ich aber mal eine Delle reingefahren hier in die Karre. Alter Schwede. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so hier ausgeht. Naja, Hauptsache das Ding fährt noch, ne? Okay. Scheiße. Okay, gucken wir mal hier rein. Wir brauchen... was war das hier? So, wir hatten... Moment, was hatten wir denn eigentlich? Whatever, Leute. Wir holen mal hier. Wieder zwei Pakete, würde ich sagen. Moment, das muss ich jetzt doch nochmal gucken. Bevor ich hier das Falsche kaufe. Also, wir haben... Oh, Leute, da wurde schon heute gut was... Oh, Leute, da wurde ja schon gut was verkauft. Alter Schwede, ey. Okay. Also, wir haben noch eine Kaffeemaschine und 10 Wasserkocher. Also, da ist gar nicht mehr so viel am Start. Da muss ich jetzt natürlich mal direkt ein bisschen aufstocken wieder. Zumindest mal 20 Sachen. Moment hier. Komm, wir nehmen mal noch hier ein paar Mixer mit. Und nehme ich noch 10 Toaster mit eigentlich? Ich glaube schon, oder? Oder nehmen wir... Komm, wir nehmen noch... Nee, Kaffeemaschinen. Wir nehmen mal noch 10 Entsafter mit. So. Haben wir jetzt am Start. Da haben wir da wieder mal ein bisschen was in der Kasse. Und wenn natürlich nachher alle Schricke reißen, ne, die Produkte wechseln, haben wir immer noch ein paar Videogames am Start. Ist ja auch kein Problem. Jetzt ist mal eine andere Frage, ne? Kriegen wir das hier eigentlich wieder repariert, hier diese Katastrophe? Oder was ist damit eigentlich los? Eieiei, das sieht ja wirklich heftig aus. Des Weiteren, Leute, müssen wir ja jetzt noch für den Austin den Auftrag erledigen und müssen diese Karre finden, ne? Das ist ja jetzt auch noch auf unserer Tagesordnung. Puh. Und ich muss gleich mal gucken, ob wir nicht schon mal eine Nachricht bekommen haben. Was natürlich der Job als Gabelstaplerfahrer angeht. Sieht, dass wir da irgendwie nachher schon in Verpuff sind, ne? Guck mal gleich. Erstmal hier. Ne, doch hier. Hier ist unser Geschäft. Die laden wir erstmal ab. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ja. 10 Entsafter, 10 Mixer, 10 Wasserkocher sind am Start. Wir könnten ja mal, wir machen mal hier beim Entsafter auch auf 80 und ich sag mal beim Mixer machen wir mal hier 10%. Ja, beim Mixer können wir mal 10% machen, das ist glaube ich ganz in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal. Ja, wartet mal, wir müssen doch dann bestimmt hier einmal ohne Fahrzeug rumlaufen, oder? Oder fahren wir mit dem Fahrzeug rum und suchen die Maschinerie? Puh, Leute. Gucken wir mal ganz kurz aufs Handy. Ah, by the way, wir haben eine Nachricht bekommen von Climax Logistics. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir haben uns Ihre Unterlagen angesehen und es sieht so aus, als ob Sie für die Stelle, für die Sie sich beworben haben, sehr gut geeignet wären. Sie fangen als Arbeiter an und wir freuen uns darauf, Sie mit Gehaltserhöhungen und Beförderungen für vorbildliche Arbeit zu belohnen. Bitte wählen Sie in der Job-App eine Schicht aus und erscheinen Sie pünktlich zur Arbeit. Okay. Nice, dann gucken wir mal. Wir können von 10 bis 14, ja, das ist jetzt auf jeden Fall schon rum, oder von 2 bis 7 Uhr, also Nacht. What? Okay. Wir suchen vor allen Dingen einen erfahrenen Gabelstaplerfahrer. Naja, ob ich das nachher so bin, Freunde, gell, das gucken wir uns dann auf jeden Fall mal an. Ich würde sagen, wir machen mal die Schicht hier von 2 bis 7. Und Leute, ich weiß ja noch nicht, ne? Ich sehe das ja noch nicht so ganz. Aber okay, ich probiere mal dann mein Bestes, ne? Ich probiere dann mal mein Bestes, Freunde. Naja,
Des Weiteren, auf der Karte. Das heißt, wir müssen dann ja zur Climax, müssen wir nachher einmal hier nach oben fahren, Richtung Timberhill. Naja, gut. Kriegen wir alles hin, ne? Kriegen wir alles hin. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wartet mal. Ich hab ganz vergessen. Ich glaube, in der Nachricht vom Austin stand ja drinne. Ah, ne, die steht gar nicht hier drinne. Aber wir wissen doch, es soll hier im Umfeld oder im Umkreis von Cutler sein. Dieses Fahrzeug. Ich würde jetzt mal hier gucken fahren. Wenn ich die Karre gefunden habe, Freunde. Dann, ja, dann hoffe ich mal, dass es nicht zu weit ist, dass wir die Karre hier zurückbringen müssen. So, Leute, ich glaube, es handelt sich hier um diese Karre. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Fakt ist, ah, das ist er doch toll. Leute, der Fulton Dynamo GTS. Okay, wir sollen natürlich jetzt dann einmal die Schlüssel besorgen. Ja gut, dann machen wir das mal. Okay. So, wo sind sie denn hier? Da sind sie, die Schlüssel. Bitte, ich bin jetzt sau gespannt, ne? Wie die Karre hier jetzt abgeht. Ich würde sagen, das Ding steht mir auf jeden Fall hier. Oh, 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 oh! Wuhuhu! Leute, die Karre, ja, die Karre ist anders wild, Freunde. Müssen wir eigentlich mal noch eine Spritztour machen hier, bevor wir hier die Karre abgeben. Oh, 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 oh. Achtung! Oh mein Gott, Leute, ey, die Karre, die brennt ja hier auf dem Asphalt, ey. Alter Schwede, ey. Lecco mio. Boah, mit 150 hier lang, ey. Alter Falle, ey. Oh, shit. Oh, ich glaube, die geht mal lieber doch schnell im Osten ab, dass der das hier irgendwie noch sieht. Ja, da habe ich mal einen Drifter gemacht, weil fährst du quer, siehst du mehr, ne? Ist ja klar. Ich hoffe, dass der da jetzt hier keinen großen Mecker, also nicht großartig rummeckert. So. Oh Mann, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Naja. Wie sagt man immer so schön? 10% Verlust. Damit muss man rechnen, ne? Schnell, komm, komm, schnell abgeben, das Ding hier. Ich hoffe, der motzt nicht rum und sagt dir, ja, die Karre ist kaputt, Freund, ey. Das geht gar nicht, was du hier veranstaltest. So, schnell rein hier die Karre abgeben. So, aus denn hier immer zu. Karre ist alles super, alles sauber. Ausgezeichnete Arbeit. Unser Kunde will jetzt zufrieden sein. Hier ist Ihre Bezahlung. Oh, Leute, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, wir haben hier 1500 Dollar bekommen. Lasst uns mal ganz kurz schnell checken. Jawollo, Alter. 1500 Dollar vom Austin. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? 18:23. Ja, ich muss auch gleich mal noch eine Runde schlafen gehen, damit ich auch noch hier meinen Job machen kann als Gabelstaplerfahrer, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir fragen mal den Austin, ob der noch weitere Arbeit eigentlich hat. Die Suche nach mehr Arbeit. Im Moment habe ich nichts frei. Kommen Sie ein anderes Mal wieder, dann habe ich vielleicht etwas für Sie. Hm, schade. Schade, schade, schade. Naja, Leute, not so bad. Prima. Jetzt muss ich natürlich mal noch fix meine Karre holen gehen, weil die brauchen wir auf jeden Fall heute Nacht. Ansonsten wird das ziemlich schwierig, dann auf die Arbeit zu kommen. Des Weiteren können wir eigentlich mal gucken. Oh, Leute. Holy shit. 1800 Dollar. Geil. Richtig, richtig geil. Das heißt, eigentlich können wir dann noch eine Runde ins Lagerhaus fahren schnell. Dort noch ein bisschen was besorgen, damit der Laden für den nächsten Tag direkt schon gefüllt ist und die Dame hier wieder richtig ready to go ist zum Verkaufen. Ja, das klingt, glaube ich, nach einem Plan. So mache ich's. Und dann werde ich mich auf jeden Fall mal direkt noch eine Runde aufs Ohr legen, davor muss ich auf jeden Fall noch eine Runde was essen, trinken, eine Runde duschen gehen. Und dann würde ich sagen, mache ich mich mal rein und drauf auf den Gabelstapler, ne? Ich glaube, da haben wir alle Bock drauf und ich bin gespannt, wie das
Zeug, Freunde. Eieiei. So Leute, 0.11 Uhr, bin extra nochmal schlafen gegangen bis um 0 Uhr. Kontostand aktuell oben links, Leute, 2.299 Dollar. Bamsen, absolut Bamsen. Leute, Killer, richtig Killer. Ja, ich habe mir gedacht, ich stehe ein bisschen früher auf, denn wir haben ja doch noch ein Stückchen zu fahren bis hier oben hin. Arbeiten hier bis zum Climax Logistics. Ist der Wegen, ja. By the way, die Karre ist wie von Zauberhand wieder repariert. Ich weiß nicht wie, aber es scheint auch einfach so zu funktionieren. So, wir müssen ja auf jeden Fall in diese Richtung. So. Jetzt müssen wir mal gucken und hoffen, dass ich hier das alles noch pünktlich schaffe, denn... Uiuiui. Noch anderthalb Stunden, Leute. Dann geht die Arbeit los. Eieiei. Und jetzt bin ich ja aber sehr gespannt, was ich denn da eigentlich für Arbeit verrichten muss. Klar, natürlich Gabelstapler fahren. Ist logisch, ne? Ist klar. Oh, Leute. Was ein Glück, fahren wir hier lang. Sonst kommen wir gar nicht bei der Arbeit an. Wir müssen ganz schnell noch Tanke hier benutzen. Sonst geht die Karre uns hier gleich noch aus. Da müssen wir jetzt mal ganz schnell voll tanken. No matter what. Mal voll den Lachs. Komm. Zack, zack. Und dann geht's direkt los hier. Genau. Ist ja klar, dass wir Gabelstapler fahren müssen. Aber... ja, was heißt das letztendlich, ne? Dort im Spiel. Haben wir ja vorher noch nicht gemacht. Konnten wir ja vorher noch nicht machen. Ist ja jetzt was Neues. Ich bin sehr gespannt. Auf dem Weg könnte ich mal noch ganz schnell hier so einen Riegel naschen. Und dann sind unsere Stats bis auf die Energie eigentlich top im Lot, ne? Kann man echt nicht meckern. Habe ich doch gut hingekriegt hier. Mal ein bisschen aufs Klo gegangen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen, nochmal eine Runde geduscht. Ein bisschen geschlafen und dann ist das hier Wunderbärchen. So, wir haben 1.09 Uhr, oder? Das könnte eine knappe Geschichte werden. Ja, doch, das kriegen wir aber hin hier. Wir sind ja gleich da. Wunderbar. Oben hier im... warte mal, wo sind wir hier? Im Timberhill. In Timberhill, Freunde. So, müssen wir... ah, da ist es doch schon. Da ist es doch schon hier. Unsere neue Arbeitsstätte hier. Ja, haben wir mal hier einen Nebenjob. Ist ja auch mal ganz nett, ne? So, ich mach mal hier wieder einen auf den Chef und park mal direkt vorne auf dem ersten Parkplatz. Wunderbar. Und dann gehen wir doch mal rein, Freunde. Bin gespannt. So, wo müssen wir denn hin hier? Was müssen wir denn machen? Wir haben es noch auf jeden Fall zu früh. Müssen wir uns noch irgendwas mitnehmen? Ne, hier ist Toilette. Was gibt's hier oben? Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Da können wir mal... ah, guck mal hier. Mikrowelle, Kühlschrank. Also, für was zu essen läuft hier auf jeden Fall. Oh, hier sind, glaube ich, eigentlich so kleine Büros. Die werden bestimmt noch nachträglich jetzt eingerichtet. Oder die haben vielleicht keinen Mitarbeiter, die das bedienen können. I don't know. Die Tür ist auf jeden Fall zu. Was haben wir hier? Aha, hier haben wir den Gabelstapler. Leute, ich bin ja mal gespannt, ne? Was ich jetzt hier eigentlich treiben muss. Okay, ich setze mich jetzt mal in so einen Stapler da rein, ne? Und dann machen wir mal hier gleich Tabula Rasa. So, da lauf rein hier in die gute Stube. Was müssen wir dann eigentlich machen hier? Was müssen wir dann eigentlich machen, Leute? So, wir haben hier... ah, wir müssen hier grüne Paletten reinladen. Okay, wir müssen hier grüne Paletten reinladen. Dann müssen wir das Ding hier mal runterschuben. So. Leute... ich weiß ja nicht, du, ey. Ich weiß ja nicht. Ah, da muss blau rein. Muss das einfach nur hier so reingefahren werden? Oder wie? Muss das Ding voll werden, oder was? Oder muss da jetzt nur eine Palette rein? Warte mal, muss da nur eine Palette rein, oder wie läuft das? Ah, guck mal. Nur eine Palette, dann brauchen wir eine gelbe. Du Scheiße, Leute. Was ist das denn für ein Quatsch? Aber die ist orange, ne? Das ist nicht gelb. So. Gimme der Gabelstaplerfahrer, Leute. Ich sag's euch hier. Ich bin hier nicht Gabelstaplerfahrer Klaus, sondern ich bin der Gabelstaplerfahrer Jimmy. Leute, das läuft hier. Ich sag's euch, wie es ist. Aber so Kapriolen, wie der Klaus da gemacht hat, die mache ich auf jeden Fall nicht hier. So, runter mit dem Ding.
Ist ja auf jeden Fall hier sehr spannend, ne? Wir müssen ja immer nur eine Palette da reinfahren. Das ist ja alles easy going, ja. Da kann ja keiner meckern hier. Boah, Digga, ey, das Ding, das läuft hier aber auch hier auf. 280, ey. So. Komm raus hier, blaue Palette. Was ist da überhaupt alles drin hier in dem Glumbatsch? Oh. Ja, Leute, hier. Wir sollen ja nur 5 Stück beladen. Warte mal, kann ich, reicht das, wenn ich das eigentlich hier hinstelle, oder? Ich weiß, da wird jetzt einer meckern. Jimmy hier. Aha. Oh. Wir müssen das auf jeden Fall hinterstellen, ja. So würde ich das jetzt mal behaupten. Weil, sonst gibt es natürlich wieder Mecker von euch, dass das hier mit Ladungssicherheit und so absoluter Schmutz ist. Das muss nämlich bis ganz vorne hin, damit im Falle einer Bremsung die Ladung nicht nach vorne verrutscht. Ne? Ist ja klar. Habt ihr mir ja alles mal erklärt hier beim Beer Factory. Da habe ich ja schon mal die Frage gestellt, als ich hier die LKWs immer beladen habe hier mit unserem guten Kran. So. Und dann mit dem ganzen Krempel. Von daher habe ich mir gemerkt. So, jetzt brauchen wir grün. Nochmal eine grüne hier. Leute, das ist ja hier absolut geschmeidig. Dann brauche ich mir, mache ich mir ja gar keine Gedanken. Dann kriegen wir am Ende des Tages kriegen wir bestimmt nochmal einen guten Bonus hier. Kriegen wir am Ende des Tages bestimmt nochmal einen richtig guten Bonus. Aber Leute, ich will euch jetzt damit gar nicht so krass aufhalten. Ich mache jetzt einfach mal hier so eine kleine Timelapse rein, ne? Ein bisschen Musik, Freunde, und dann würde ich sagen, Attacke. So, die zählt noch. Leider nicht. Okay, Leute, aber 20 korrekte Ladungen habe ich platziert. Für $66 kriege ich dafür, für meine Stunden, die ich hier abgeleistet habe. Nochmal ein Bonus von $112.50 macht $178.50. So, und da würde ich sagen, Freunde, eine kleine Challenge an euch. Wer mehr schafft als 20, der soll mir das gerne mal mitteilen hier. Am besten, also ihr könnt mir zum einen natürlich gerne mal unter die Kommentare schreiben, wenn ihr das Ganze hier auch zockt, wie viele korrekte Ladungen bzw. wie viele Paletten ihr nachher versetzt habt. Des Weiteren werde ich sofort einen Kanal bei mir auf dem Discord eröffnen von Dennison und da könnt ihr mir auch sehr gerne dann mal die Beweisbilder dazu einmal posten. Ich bin sehr gespannt und mal gucken, vielleicht machen wir daraus ja mal eine kleine, richtig coole Challenge oder vielleicht auch bei dem Kurierfahren. Mal gucken. Vielleicht fällt mir da was Lustiges ein. Leute, vielleicht fällt mir da was Lustiges ein. Und ich würde sagen, Leute, bevor es jetzt hier gleich hell wird, beziehungsweise die gute Dame ins Geschäft fährt, gehe ich, glaube ich, noch ein paar Produkte kaufen. Mach den Laden noch ein bisschen voll, weil aktuell sieht es ja mit unserer Gesundheit und so, mit unseren Vitalwerten ja noch relativ gut aus. Von daher, glaube ich, kann ich da mal noch ein bisschen Gas geben. Ne? Da würde ich mal noch das ein oder andere Produkt holen und dann können wir die erstmal verkaufen. Und dann können wir ja eigentlich schon schauen, ob wir dann in der Zukunft relativ zeitnah dann schon die nächsten
besseren Produkte holen und zum Verkauf stellen, damit wir hier richtig Asche machen und uns vielleicht dann irgendwann auch ein richtig geiles Zuhause, beziehungsweise auch mal ein richtig geiles, das war übrigens relativ knapp, dass wir uns auch mal eine relativ geile Karre besorgen können. So, Freunde, ich habe jetzt mal noch 4 Ladungen geholt. Ich wollte eigentlich von jedem eins noch holen. Leider hat das nicht mehr alles drauf gepasst. Und was ist bitte hier mit dem Wetter los, ey? Das ist ja wieder Hemm hier. Es regnet, es schüttet, also ja, logisch. Und es donnert, ey, Alter. So, dann gucken wir mal hier in unseren Laden rein. Wieder. Oh, Leute, guck mal. Oh, jetzt ist hier auch ein Kerl am Start. Hier gibt es hier keine Frau mehr. Was ist mit der Dame passiert, die hier gearbeitet hat? Haben sie die rausgeekelt oder was? Mann, Mann, Mann. Egal, Leute, wir haben jetzt hier schönen Entsafter. Wir haben hier einmal einen Mixer. Wir haben hier einen Wasserkocher. Da ist der Toaster und da ist unsere Kaffeemaschine. Leute, der Laden, der läuft, glaube ich. Heute zwar noch nichts eingenommen, denn der Laden hat ja auch gerade eben erst vor 26 Minuten aufgemacht. Ich hoffe, das läuft. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da würde ich doch dann sehr wahrscheinlich gerne mal den Arbeitsplatz als Barkeeper ausprobieren. Und mal gucken, wie ich mich da denn so anstelle. Ich werde hier schon mal direkt mich für einen Job bewerben. Und dann schauen wir mal, was wir oder wann wir denn da eigentlich letztendlich anfangen müssen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch als Gabelstaplerfahrer getan habt. Und schickt mir gerne mal in Discord ein paar Bilder rüber. Ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.